close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu diesem Kanal. Ich hoffe, euch hat die letzten Videos gefallen. Falls ja, lasst mir super gerne Like und Abo da. Würde mich extrem freuen, Leute. Und das heutige Thema vom Video ist der Durchschnittsverbrauch von den Duke. Wenn ihr das Ganze mit den Kosten und sowas nochmal anders haben wollt, also ich meine jetzt im Sinne von Inspektion, Öl und sowas, alles, wie viel dieser Öl schluckt und sowas, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Auch Ideen dafür. Es gibt ja noch mehr Kosten, nicht nur Inspektion und Sprit oder so Ölwechselintervalle und sowas, wenn ihr sowas wissen wollt. Schreibt gerne in die Kommentare, dann mache ich darüber ein Video. Schreibt gerne Kommentare, ich lese eure Kommentare gerne. Nicht oft, also oft, aber halt nicht immer. Jetzt, wenn ich mal nicht antworte oder nur das gute Herz vorher Kommentare da lasse, dann habe ich es auf jeden Fall gelesen, Leute. Und steht einfach Scheiße drin, dann gibt es auch kein Herz für. Oh ja, kommen wir heute zum heutigen Thema, und zwar der Durchschnittsverbrauch. Ich kann ja mal hier schnell während der Fahrt in mein Menü steppen. Und zwar habe ich auf den letzten 530 Kilometern jetzt gerade, weißt du, wie man das jetzt sieht, müsste man eigentlich irgendwie müsste ich mal fangen, habe ich ein Foto gemacht, 2,7 Liter auf die letzten 530 Kilometer. Also ich habe jetzt ein paar Mal vergessen, meinen Trip 1 zurückzusetzen. Es ist jetzt gar nicht so viel, wenn man so sagen kann. Ich meine, sie wurde jetzt oft kalt bewegt und sowas. Aber ja, man kriegt sie auch mit 2,5 hingetragen, wenn man es schafft. Man kriegt sie aber auch auf 3 Liter, wenn man sie nur Kurzstrecke kalt fährt. Kriegt man sie auf 3,2 und 3,4 Liter. Aber das ist nicht gut für den Motor, weil dann hält der Motor nicht so lange. Ja, also ich habe jetzt hier nochmal Trip 2 drauf gemacht. Wenn sie auf jeden Fall mal einblenden, wenn ich es gesehen habe. Naja, das sind 2,8 Liter. Ja, muss man sagen, Leute. Ist nichts Wildes, ist kein langes Video. Aber muss man ja auch, denke ich mal, erwähnt haben. Und zwar kommt man mit einer Tankfüllung so um die, wenn man sie trägt, 320, 330 Kilometer. Wenn man sie halt ballert, kommt man so 290, 280 oder sowas. Das ist halt, ja, nichts Wildes. Ist halt schon relativ weit eigentlich. Aber wenn man sie halt tritt, ist halt, ja, was soll man sagen, kommt man halt nicht so weit. Kommt immer darauf an, wie man fährt, wo man fährt und wie lange man im Stück so fährt. Weil bei Kurzstrecke zieht sie wieder eindeutig mehr Sprit durch, wie halt bei langen Strecken, wenn man da ein bisschen, wenn sie schon ordentlich heiß ist, man niedrige Drehzahlen hat, dann kann man sie relativ einfach dahin tragen. Ja, so wie die Kurzstrecke, jetzt ist mich da gerade eben rausgefahren und hier wieder reingefahren. Ja, Leute. Ja, aber ich denke mal so, dass das waren so die größten Fakten zum Thema Sprit. Nee, es gibt noch zum Thema Sprit gibt es noch eine Sache, die ich noch erwähnen muss, Leute. Und zwar kann ich euch nicht empfehlen, 112 Oktan zu tanken. Klar, sie hat da ein bisschen mehr Leistung, aber es ist halt arschteuer und es bringt euch nicht so viel. Summa summarum, merkt ihr es eigentlich nicht. Keine Ahnung, sie schluckt halt ein bisschen mehr Sprit. Aber ja. Was ich euch aber auf jeden Fall raten kann, ist nicht super zu tanken, sondern super plus. Weil, klar, gibt es ja einen sagen, also ja, super plus oder super ist ja scheißegal. Aber ich kann einfach sagen, Leute, tanken super plus ist einfach besser für euren Motor. By the way, Leute, Vollgas ist das. Vollgas ist das. Aber ich denke mal, zum Thema Sprit, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas vergessen habt, schreibt gerne in die Kommentare. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr das Video geschaut habt, mal gerne in die Kommentare gucken. Da werden, denke ich mal, ein paar hilfreiche Tipps noch sein, die ich vielleicht vergessen habe oder nicht erwähnt habe oder sowas. Oder vielleicht nicht ganz ausführlich gesagt habe oder irgendwas falsch gesagt habe. Steht auf jeden Fall in den Kommentaren. Guckt da gerne mal rein. Schreibt auch gerne ein paar Kommentare, wenn ihr irgendwas, irgendwelche Vorschläge habt für Videos oder sowas. Ich lebe nämlich von euren Vorschlägen, Leute. Wenn ihr mir nichts vorschlagt, ich habe nicht so super viele Videoideen immer. Und es ist dann immer so super unangenehm rumzufahren und nicht zu wissen, was man labern soll. Aber ja, Leute.
Ich denke mal, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir super gerne ein Like und ein Abo, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute.